Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Gothic 2 Let's Play. Wir stehen hier vor dem Lager der Banditen vor Onas Hof und ich wollte mal gucken, ob man mit den Bauern hier ein bisschen reden kann vielleicht. Was gibt's Neues? Wir haben unsere Unabhängigkeit erklärt. Wir machen keine Abgaben mehr an die Stadt. Der König hat nichts für uns getan. Jetzt reicht es uns. Aha. Ja, das finde ich ja schon mal prinzipiell gut. Erzähl mir mehr über die Gegend. Der große Hof hier im Osten des Tals ist der von Ona. Der Hof von Sekob liegt im Norden. Und Bengas Hof liegt auf der Hochebene im Südwesten. Du kannst sie vom Tal aus erreichen. Es gibt eine große Steintreppe dorthin. Aha. Wer hat hier das Sagen? Der große Hof gehört Ona. Die kleinen Höfe hier in der Nähe auch, aber die hat er verpachtet. Was weißt du über die Söldner? Ona hat sie angeheuert, damit sie seinen Hof verteidigen. Die meisten benehmen sich, als ob ihnen der Hof gehören würde, aber immerhin beschützen sie uns. Ja, das ist ja schon mal recht, naja, halbwegs informativ. Ne, komm. Mit der rede ich jetzt nicht gerade. Ich wollte mal gucken, wie viel Gold haben wir denn aktuell? 420. Dieser Typ will uns ja erst durchlassen, wenn wir uns von ihm durchsuchen lassen. Ich denke mal, er wird uns ein bisschen Gold abknüpfen. Wo willst du hin? Ich wollte mal nachsehen, was es hier so gibt. Tja, hier gibt's jede Menge Ärger für Männer wie dich. Du erzählst mir, du willst mal sehen, was es hier gibt? Tja, du willst zum Hof. Wieso bist du sonst den ganzen Weg hierher gelatscht, ne? Also erzähl mir keinen Mist und lass dich kurz von mir durchsuchen, dann kannst du weiter. Ich fürchte ja, wir haben keine andere Wahl. Wenn wir jetzt sagen, nee, am Arsch, bleib weg, dann wird er uns übelst aufs Maul geben. Und gegen die Typen haben wir keine Chance. Wie du willst. Durchsuch mich ruhig. Na, dann wollen wir mal sehen, was wir da haben. Ah, Gold. Es kann ziemlich gefährlich sein, so viel Gold mit sich rumzutragen. Viele unter den Söldnern sind echte Halsabschneider. Keine ehrlichen Kerle, so wie ich. Ich will nur 50 Goldstücke von dir. Das ist der Wegzoll hier. Du brauchst doch nur einmal zu bezahlen. Ist doch fair, oder? Ja, sehr fair. Naja, wir haben ja noch 370. Das geht ja noch. Frisst der da erstmal Käse? Ich glaub's ja nicht. 50 Gold, damit wir hier reinkommen. Na, wenn's denn sein muss. Ich hab mir das schon gedacht. Was willst du? Ich will mich auf dem Hof umsehen. Geh nicht in das linke Haus. Da drin sitzt Silvio. Er ist zurzeit nicht besonders gut gelaunt. Wenn er einen Schwächling sieht, der nicht zum Hof gehört, könnte er auf die Idee kommen, seine schlechte Laune an ihm auszulassen. Das war genauso, wie du sagst. Aha. Und wer soll Silvio sein? Wer ist Silvio? Wenn du mich fragst, unser nächster Anführer. Wenn du vorhast, ihn zu fragen, ob du bei uns mitmachen kannst, vergiss es. Du siehst so aus, als ob du gerade mal zum Schafehüten tauchst. Das war doch schon vorher klar. Ich will mich Lee anschließen. Nee, das will ich ja eigentlich nicht. Nee, komm, mit dem will ich mich jetzt gerade nicht wirklich kloppen. Was haben wir denn hier noch so Interessantes? Hallo, Watt. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch mitnehmen. Alles klar? Was willst du, Wurst, denn von mir? Wie sieht's aus? Das geht dich nichts an, Schwächling. Mann, das sind alles echt Arschlöcher hier. Eieiei, egal wen wir hier ansprechen. Die wollen uns alle aufs Maul geben. Na, das ist ja echt super hier. Hallo, ich bin neu hier.
Nimm's mir nicht übel, aber ich habe nicht viel Lust, mich zu unterhalten. Bin ziemlich im Arsch. Schwer beschäftigt, was? Kann man wohl sagen. Bennett macht so viele Waffen, dass ich mit dem Schleifen kaum nachkomme. Was kannst du mir über den Hof erzählen? Das hier ist Onas Hof. Das große Haus ist sein Wohnhaus. Er hat einen Flügel freigemacht für die Söldner. Seitdem müssen wir Bauern in der Scheune pennen. Doch, bei mir soll es nicht sein. Es ist schon gut, dass wir jetzt Leute haben, die auf den Hof aufpassen. Das Haus hier ist die Küche. Ja, vielleicht hast du Glück und Thekla hat was zu essen für dich. Ha, hier können wir wieder umsonst Proviant abstauben. Na, das finde ich ja gut. Was ist mit den Söldnern? Ona hat sie angeheuert, damit sie uns die Milizen aus der Stadt vom Hals halten. Aber sie passen auch auf den Hof, die Schafe und uns Bauern auf. Also lass dir bloß nicht einfallen, was zu klauen oder in irgendwelchen Truhen rumzukramen. Die warten nur auf eine Gelegenheit, dich umzuhauen. Ich doch nicht. Ich würde doch niemals etwas klauen. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich habe nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen wir fast alle in Onas Haus. So, was haben wir denn hier? Grobe Schwert, das ist alles was für Stärke. Ein rohes Stück Fleisch für 3 Gold. Ohne Spaß, das kaufe ich dir ab. Okay, das Brot nicht. Ein rohes Stück Fleisch für 3 Gold. Das nehme ich mal. Gebraten ist das nämlich episch. Eieieiei. Hey, du. Wie sieht's aus? Hey, kenne ich dich nicht irgendwoher? Kann schon sein. Ich habe damals in der Kolonie mit Sumpfkraut gehandelt. Weißt du noch? Und womit handelst du jetzt? Ach, frag nicht. Ich hatte ein ganzes Paket Sumpfkraut aus der Minenkolonie mitgebracht. Aha. Viele von den Söldnern rauchen gerne mal einen. Ich habe eine hübsche Stange Geld nebenbei verdient. Aber irgendein Mistkerl hat mir das ganze Kraut aus meiner Truhe gestohlen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Bodo war. Er hat sein Bett im selben Raum wie ich und er grinst mich immer so dämlich an. Was willst du jetzt mit dem Dieb machen? Irgendwann werde ich ihn dabei erwischen, wie er mein Kraut wegraucht. Und dann werde ich mir ein ruhiges Örtchen suchen und ihn mir mal zur Brust nehmen. Wenn ich ihn hier mitten auf dem Platz umhaue, kriegen es die anderen Bauern mit. Und ich kann mich dumm und dämlich bezahlen. Warum das? Ganz einfach, wir dürfen uns nicht an den Bauern vergreifen, sonst knöpft uns Lee ein fettes Strafgeld ab. Ona will das so. Und je mehr Zeugen es gibt, desto mehr Wind wird gemacht. Das macht die Sache teurer. Also werde ich die Sache schön unauffällig abziehen. Das riecht irgendwie nach einem Quest. Das Krautpaket. Jupp, das ist ein Quest. Alter Vater, wir haben natürlich jetzt ganz schön viele Quests am Laufen. Und ich würde in naher Zukunft gerne mal diesen einsamen Ork genauer suchen. Und wen haben wir was hier? Was willst du von mir? Ich habe für so etwas keine Zeit. Da muss man mal ganz kräftig. Kannst du mir helfen, meine Fähigkeiten zu verbessern? Ich könnte dir zeigen, wie du deine Stärke besser im Nahkampf einsetzen kannst. Aha. Viele Kämpfer sind sehr schwach, weil sie die Technik nicht beherrschen, ihre Stärke richtig einzusetzen. Dasselbe gilt für Geschicklichkeit und Fernwaffen. Ich weiß gar nicht mehr, wen man noch glauben kann. Ich habe was anderes. Naja, für Geschick habe ich ja schon einen, die guten Laris aus Kurines. So, ich würde jetzt gern erstmal diese Tussi suchen, die kann uns ja eine Mahlzeit geben. Wow. Mhm, guten Tag. Guten Tag, ich putz nur hier, guten Tag. Was machst du hier in meiner Küche? Das riecht aber lecker hier. Oh ja, ich kenne Typen wie dich. Die rennen hier zuhauf rum. Wollen sich erst einschmeicheln und wenn man sie mal braucht, sind sie nirgendwo zu sehen. Na. Ich habe Hunger. Ich verteile kein Essen an Landstreicher. Hier gibt's nur was für Leute, die arbeiten. Und für das Söldnerpack natürlich. Das liegt doch auf der Hand. Kann ich hier wenigstens pennen? Ich brauche einen Platz zum Schlafen.
Lass dir bloß nicht einfallen, in meiner Küche zu pennen. Such dir einen Platz in der Scheune. Ich habe so etwas keine Zeit. Ich suche Arbeit. Du willst hier auf dem Hof arbeiten? Jo. Das kann nur Ona entscheiden. Ihm gehört der Hof und das ganze Tal. Meine Meinung kennt ihr schon. Das habe ich früher auch immer gesagt. Das ist alles nicht so einfach. Na, ich würde mal sagen, reden wir doch mal mit dem Boss hier. Moment, wer ist das denn? Guten Tag. Hey, du. Was rauchst du da? Willst du mal ziehen? Nein. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Ja, huste, du Sau, huste. Hast du was damit zu tun? Nein. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Wenn ich jetzt sage, ich prügel es aus dir raus, wird er uns richtig fertig machen. Naja, komm, probieren geht über studieren. Wobei, Sekunde. Ich würde vorher doch gerne einmal, Moment, speichern. Ich will nicht denselben Fehler wie letztes Mal machen. So, Kollege, wo ist das Paket? Ich prügel es aus dir raus. Entspann dich. Ich bin viel zu dicht, um mich mit dir zu prügeln. Umso besser, dann gewinne ich. Nimm erst mal einen tiefen Zug. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Ach, Alter. Toll, jetzt hat er uns so einen dämlichen Stängel gegeben. Ich glaube, das war nicht alles. Ich hab mir das schon gedacht. Hier, Kollege. Ich weiß, wer dein Kraut gestohlen hat. Aha, unser Charakter vermutet also jetzt, dass der das war. Na, Moment, ich will mal keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich versuche erstmal diesen Ona zu finden, der hier das Sagen hat. Mal gucken, kommen wir denn hier rein? Wo willst du denn hin? Na, ins Haus. Ona bezahlt uns, damit wir Typen wie dich hier nicht reinlassen. Ich will mit Lee reden. Was willst du von ihm? Er hatte das nicht. Da kannst du eh nichts machen. Ich kenne ihn von früher. Du bist ein Kumpel von Lee? Ich weiß langsam, jo. Glaubt dir kein Wort. Aber geh ruhig. Wenn er sich nicht an dich erinnern kann, wirst du es schon merken. Lee ist im rechten Flügel. Lass dir ja nicht einfallen, dich woanders rumzutreiben. Irgendwann musste es. Ich weiß gar nicht. Aha, also ist Ona im linken. Wow. Ist natürlich richtig groß hier. Diese Truhe. Die lächelt einen so verdächtig an, besonders weil hier gerade keiner in der Nähe ist. Also nicht, dass ich irgendwas vorhätte, aber mal rein theoretisch angenommen, diese Truhe wäre nicht abgeschlossen. So, Moment. Vorsichtig. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Verdammt. Okay, dann gucken wir doch mal, wo unser Kumpel Lee ist. Lee? Na, wirst du wohl... Lee? Lee? Wer zum Teufel hat dich denn hier rein? Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst tot. Wie kommst du denn darauf? Gorn hat mir erzählt, dass du es warst, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Das war ich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mann so etwas überleben kann. Was treibt dich her? Du bist doch nicht ohne Grund hier. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass das Lee ist. Was treibt mich hierher? Ja.
Gorn hat von mir erzählt? Erstmal vom Thema ablenken. Was ist mit ihm? Du kennst ihn doch noch, oder? Mal überlegen. Groß, schwarz, böse, mit einer riesigen Axt. Er hat damals in der Kolonie mit dir zusammen unsere Erzmine zurückerobert. Klar. Er hat sich von den Paladinen schnappen lassen und ist mit einem Strafkonvoi zurück ins Minental geschickt worden. Wenn der Weg zum Minental nicht mit Paladinen und Orks gepflastert wäre, wäre ich schon mit ein paar Jungs losgezogen, um ihn zu befreien. Aber so hat es keinen Sinn. Armer Teufel. Oh ja, das Minental wird später noch richtig lustig, kann ich euch sagen. So etwas sieht man in einem Rollenspiel echt selten, was da abgeht. Was genau tust du hier? Ganz einfach. Ich werde dafür sorgen, dass wir alle von dieser Insel wegkommen. Ona hat uns angeheuert, damit wir seinen Hof verteidigen. Und genau das tun wir auch. Aber unser Lohn ist mehr als nur unser Sold. Indem wir den Bauern helfen, schneiden wir die Stadt von ihrer Versorgung ab. Und je weniger die Paladine zu essen haben, umso eher werden sie zuhören, wenn ich ihnen schließlich ein Friedensangebot mache. Wie soll dein Angebot aussehen? Guter Plan. Im Wesentlichen geht es um unsere Begnadigung und um freie Überfahrt zum Festland. Du wirst mehr erfahren, wenn es soweit ist. Naja, okay, also das ist jetzt Lee. Jo, das war Lee. Dann nutze ich mal die Gunst der Stunde und red mal mit ihm hier. Alles klar bei dir? Wenn es was Wichtiges ist, rede mit Lee. Ansonsten lass mich in Ruhe. Ja, sehr, sehr nett. So, und wie ich das jetzt richtig verstanden habe, darf ich nicht in den Flügel, sonst kriege ich aufs Maul, oder wie? Interessant, ich versuch's einfach mal trotzdem. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Darf ich? Lass dir nicht einfallen, hier was anzufassen, sonst gibt's Pein dir die Ohren, klar? Was ist deine Aufgabe? Ona will, dass ich den ganzen Tag auf seinen Krempel aufpasse. Er macht sich Sorgen, dass was wegkommt. Das würde ich an seiner Stelle auch. Die meisten Söldner, die er angeheuert hat, sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Die lassen doch alles mitgehen, was nicht nied- und nagelfest ist, wenn keiner aufpasst. Eine Menge Krempel gibt es hier. Das ist richtig und das meiste davon ist auch extrem wertvoll. Ona sammelt wertvolle Gegenstände. Ein einfacher Mann wie ich kann sich solchen Luxus kaum leisten. Ich halte mich an andere Dinge. Nämlich? Ich sammle alte Münzen. Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Einige. Und ich habe sie alle erwischt. Oha. So, dann wollen wir nochmal mit dem guten Ona reden. Wer hat dich denn hier reingelassen? Was machst du hier auf meinem Hof? Ich will für dich arbeiten. Ich will ein Schaf kaufen. Wie bitte? Nein. Ich habe gehört, du lehnst dich gegen die Stadt auf. Jetzt hör mal gut zu. Ich habe diesen Hof und das Land von meinem Vater geerbt. Und der hat ihn von seinem Vater geerbt. Ich werde nicht zulassen, dass dieser gierige Schwachkopf von König sich das alles unter den Nagel reißt, nur um seine nutzlosen Armeen durchzufüttern. Der Krieg mit den Orks dauert jetzt schon ewig. Und wo stehen wir? Am Rande einer Niederlage. Nein, naja. Da verteidige ich meinen Hof lieber selbst. Für das Geld, was ich spare, kann ich mir meine eigene Armee leisten. Naja, kurz vor einer Niederlage. Ich meine, jetzt bin ich ja da. Ich meine, hallo, Best Pro Gamer of the World, jetzt läuft das. Aber wenn er den einen oder anderen Job für uns hätte, also ich würde mir doch gerne ein paar Goldstücke verdienen, ehrlich gesagt. Ich will für dich arbeiten. Ich brauche zurzeit keine Knechte. Und um alles andere kümmern sich meine Leute. Hier im Haus hast du nichts zu suchen, also mach, dass du rauskommst. Alles klar hier auf dem Hof? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Du gehörst nicht zum Hof.
Ich glaube, dieser Aufenthalt hier, der wird nicht so besonders lange dauern. Wow. Ha, mal gucken, ich schaue mich hier mal gerade noch so ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja hier ein bisschen was abzustauben. Was ist das denn da? Vielleicht liegt hier ja das ein oder andere rum. Oh, eine Sichel. Oh, nein, falsche Taste. Ja, das ist auf jeden Fall sehr geräumig. Da ist, glaube ich, auch nichts weiter drin. Gucken wir uns doch mal dieses Ding hier an. Es sieht ja sehr einladend aus. Na, immerhin gibt es hier ein bisschen was einzusammeln an Pflanzen. Silberner Kerzenständer? Beobachtet mich gerade einer? Ich glaube nicht. Nehmen wir doch mal diese beiden silbernen Kerzenständer mit. Oh, eine alte Steintafel. Goldene Schale, ja. Gut, gut, das können wir sicherlich verticken, würde ich mal sagen. Oh, ups. Ja, da ist mir gerade die Maus runtergefallen. Die Frage ist jetzt, hat er wirklich dieses Paket Sumpfkraut geklaut? Ich meine, es sieht ja schon verdächtig danach aus, weil er hier so am Rumqualm ist. Wir könnten ihn natürlich einfach mal versuchen zu verpetzen. Bodo. Also er vermutet, dass Bodo es gestohlen hat. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer Bodo ehrlich gesagt ist. Unser Charakter vermutet ja, dass Dare es gestohlen hat. Ha. Mal gucken. Das hier ist, denke ich mal, die Scheune, wo die Bauern drin pennen, oder? Jupp, sieht danach aus. Naja, ich hätte es mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt. Na gut, ich gucke mal gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir müssen noch knapp über 5 Minuten Zeit haben. Und ich würde ehrlich gesagt gerne in der nächsten Folge den einsamen Ork angehen. Weil das ist das Einzige, was uns noch fehlt, um Bürger der Stadt zu werden. Und deswegen, so leid es mir tut, würde ich die 5 Minuten gerne nutzen, um zurückzurennen. Ich meine, dieses komische Feldräuberlager da aushebeln, das können wir immer noch machen, wenn wir wieder hier sind. Genauso wie die Höhle von den Piraten da zurückerobern, sage ich mal. Oder auch die Banditen oben auf der Brücke. Naja, es geht ja schnell. Wir sind ja gleich wieder bei der Taverne. Weil, also viele wissen ja, wo dieser einsame Ork ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es, als ich Gothic 2 das erste Mal gespielt habe, ich habe ihn nicht gefunden. Ich bin ins obere Viertel gekommen, indem ich mich den Feuermagiern angeschlossen habe. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und ja, also ich bin quasi nie Bürger der Stadt geworden, im Sinne von als Lehrling aufgenommen zu werden.
Ich hoffe, die Viecher rechts haben uns jetzt nicht gesehen. Nein. Alles klar. Wow. Hier halte ich mich mal ein bisschen rechts. Und ja, da ich damals schon diesen einsamen Ork nicht gefunden habe, würde ich es doch gerne wenigstens jetzt schaffen. Und dieses Knistern macht mich zum Glück überhaupt nicht nervös. Naja, und es gibt quasi nur meiner Meinung nach eine Region, wo er sein kann. Und es kann auch sein, dass wir ihn schon gesehen haben im Let's Play. Erinnert ihr euch noch, als wir bei Lobards Hof, glaube ich, war das, waren das, also ich meine jetzt den ersten Bauern. Und da haben wir doch mal gegen diesen wie heißt das wieder mal, Fellbestie? Ich glaube ja. Ach nee, Quatsch, Schattenläufer, natürlich. Man möge mich steinigen, Schattenläufer, gegen den haben wir ja übelst verkackt. Und wir sind dann ja mal oben an dieser Felswand, sag ich mal, weitergelaufen und haben dann runtergeguckt zu so einem Lagerfeuer, wo so eine Gestalt, sag ich mal, stand. Ich dachte ja damals, es wäre ein Goblin. Aber vielleicht ist das ja dieser einsame Ork und er wirkte nur so klein, weil wir halt von oben auf ihn drauf geblickt haben. Oh, eine Waldbeere. Noch eine Waldbeere, sehr gut. Lohnt sich doch immer wieder hier lang zu laufen. Ja, und ich meine, selbst wenn er das nicht ist, er muss in dieser ersten Region sein. Wir haben von zwei Quellen erfahren, dass sie den einsamen Ork gesehen haben. Einmal von dem ersten Bauern und von der Stadt. Und die einzige Region, wo sich diese beiden Sichtungen, sag ich mal, kreuzen können, ist nun mal die Startregion. Also muss er da sein. Und wenn das nicht diese komische Gestalt ist, die wir damals von oben gesehen haben, weil ich denke nach wie vor, das war nur ein Goblin. Aber wer weiß, vielleicht irre ich mich. Dann wird er, denke ich mal, oben in den Bergen sein. Wo auch dieser komische Steinkreis sein soll. So, hier wären wir auch schon bei der Stadt. Na, wenn man so ein bisschen erzählt, geht das ja recht flott. Jetzt sprinte ich nochmal gerade schnell zum anderen Stadttor rüber. Wobei, wir können erstmal gerade ein bisschen was verticken. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. So, was haben wir denn hier? Wie viel Stück Fleisch haben wir? 12 Stück, boah, die müssen wir dringend braten. Dann haben wir hier gut Verpflegung. So, was haben wir denn hier? Eine goldene Schale, hier komm. Die kriegst du. Dann haben wir schon mal über 400 Gold. Was haben wir noch? Silberner Kerzen. Naja, hier kommen, die kriegst du auch beide. Die Standtafel behalte ich. Ah, die hätten wir eigentlich dem Typen geben können, der sammelt doch welche. Naja, okay, dann haben wir wieder 458 Gold, das ist ja schon mal ordentlich was. Ich muss weiter. Von mir aus. So, dann sprinte ich jetzt gerade noch schnell zum anderen Stadttor. Und dann werde ich diese Aufnahme mal beenden. Dann haben wir immerhin mal Onas Hof so ein bisschen begutachten können. Und in der nächsten Folge geht's wie gesagt ab. Im Sinne von wir jagen den einsamen Ork. Wobei ich schon gehört habe, dass der mächtig stark sein soll. Das heißt, wir werden voll aufs Maul kriegen. Wo muss ich nochmal? Ach ja, genau, hier muss ich lang. Denn ich würde schon echt gerne beim Schmied als Lehrling anfangen. Das ist nämlich total geil. Man kann sich da dann diesen Rohstahl, glaube ich, kaufen. Und die Waffen, die man dann daraus schmiedet, aus diesem Rohstahl, die kann man für viel, viel, viel mehr Gold wieder weiterverkaufen. Ja, und mit dem Blick auf die Stadtwachen beende ich dann mal diese Aufnahme. Ich glaube, es ist knapp unter einer halben Stunde. Aber ja gut, wir wollen ja nicht pingelig sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.